The smell of rotting fish is almost unbearable. Doch nicht so die hässliche Wunde. Gut, das war's auf jeden Fall, du. Hauptsache, ich habe dann noch eine... Oh, wir sollen das mit einer Schaufel zerstören. Könntest du das mal verlassen? Ehrlich gesagt, wissbegierig ist eigentlich nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist ein Buch. Ach, nee, doch nicht. Das Hindernisstück. Willst du was riechen? Another Mariner. Another misfortune. Du kannst nicht aufhören, oder? Du musst alles anpacken. Du bist schlimmer als die Jungfrau in einem Swingerclub. Oh, du musst mal was nicht anfassen. Ich habe keine Kräuter dabei. Hm. Precision and power. Vielleicht kann ich damit die Rache verhindern. Ich weiß nicht, ob das von allen Seiten kann oder muss er da vorne stehen. Gut, den haben wir schon mal. Nicht die Rache. Gut. Das ist zwar auch nicht schön, aber... Wie? Ah, wenn sie jetzt gleich dran ist. Oh Mist. Da bin ich selber schuld. Ui, das ist ja ein schöner Anfang. Habe ich mir jetzt voll ausgedacht. Ja, scheiße. Da bin ich selber schuld. Du. The light. The promise of safety. A powerful blow. Weaken. Scheibenkleister, lebt er noch? Kannst du ihn erschießen? Bleib mal in etwas. Give them no quarter. Mach mal den hier. Vielleicht haben wir Glück. Hauptsache er geht nicht auf ihn los. Das könnte aber ganz gut passieren. Okay, wenn du auf die gehst, dann kann ich leben. Ja, aber gegen das hilft es leider nicht. Ja, so wirst du es auch nicht packen. Genau, wenn sowas nämlich passiert. Knallen ab. Abwehr oder? Oh. Ah. Da hat er sich gerade toll gefühlt und hat er gleich richtig auf die Fresse gekriegt. Nicht treffen. Na, gut gemacht. Ist mir auch schon aufgefallen. Halte ich mal kurz selber. Ich glaube, das ist wichtiger. Nicht bluten. Gut. Dann könnte es sein, dass der Bluteneffekt gleich weg ist. Oh, oh nein! Ist das Ding jetzt endlich weg? Ah, komm, jetzt ist er bestimmt gleich wieder down. Ah. Heil ihn mal. Heil dich selber. So, kann ich ihn abknallen. Danke. Der Kampf geht schon wieder viel zu lang. Ach, der hat da auch nochmal eine Panzerplatte. Panzerplatte. Eigentlich echt cool. Wow. Das war ein Schlag. Ich erstmal kurz selber und danach fangen wir den anderen an. Der kann zum Glück bloß die Vorderen angreifen. Der kann es gar nichts machen, wie mir scheint. Also die gesteigerte Präzision merkt man nicht. Oh, könnte ganz gut klappen. Muss aber nicht. Aber das ist schon mal gut. Ach ja. Jetzt hau ich dich zu Klump. Their formation is broken. Maintain the offensive. Aha, brauche ich nicht. Ehrlich gesagt, wenn du deinen Dorf ausgebaut hast, dann sind diese ganzen Andenken einfach nur noch Müll. Wäre schön, wenn man die irgendwie zu Geld machen könnte. Das sind irgendwelche Ölgemälde, nö, die sind nichts wert. Du kriegst keinen Cent dafür. Oh. Wow! Ich bin dran. Na, der ist ziemlich gut gepanzert, muss ich sagen. Immerhin. Vielleicht kann man die Leichen entsorgen. Dann können wir ihn dazu zwingen, dass er kein flächendeckendes Feuer mehr machen kann. Also danach. Ja, jetzt ist er eh vorne. Heil ihn erstmal. Ach komm, das ist doch keine Heilung. Das ist ein verdammt starker Schuss. blood quickens. Okay, das kann weg, das kann weg und das kommt mit. Ob wir dann gleich schon mal eine Rast einlegen, uns geht's gerade nicht so prickelnd. Naja, in den nächsten Raum würde ich schon gern kommen. Impressive. Könnte es auch ziemlich geben gleich, wenn wir Pech haben. Vor allem ihm. Boah, was macht ihr denn? Ey, was? Kritischer Treffer, kritischer Treffer, kritischer Treffer. Danke. Okay, man ist was. Gut, einer ist schon mal weg. Die ist wieder am Boden. Mit ein bisschen Pech ist der andere jetzt auch am Boden oder sie tot. Mach den hier. Okay. Die hinteren sind sehr gefährdet jetzt. Gut, das kann sie einstecken. Oh nein, das ist schlecht. Diese vorne. Ah, Glück gehabt. Obwohl, oder auch nicht. Jetzt ist der auch am Boden, oder? Gar nicht cool. Gut, sind nur noch zwei da. Heil dich mal kurz selber. Hauptsache, du bist nicht beim nächsten Treffer tot. Okay, da kann die nicht töten. Ach, schade. Okay. Wir pfeifen zwar aus dem letzten Loch, aber wir leben. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Ich will leben! Das ist gut, dass die so stehen. Weil der kann nur hier die angreifen und der kann nur die angreifen. Teetering on the brink, facing the abyss. Gut. Gut. Der kann einen nach hinten bloß angreifen. Senk mal den Stress. Achso, senk mal den Stress. Gut, habe ich jetzt. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt 3 mit Sterblichkeitsschwächung. Okay, heil erstmal ihn. Du. Heiz mal kurz dich. Du. Er schießt ihn. Ah, der lebt immer noch. Neunundsiebzig, 89. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Überhaupt nicht schön. Probieren wir es mal. Wir haben noch ein Stück vor uns. Lassen wir die Finger davon. So, hier ist nichts drin, das ist gut. Ich weiß, noch einen Kampf werden wir nicht durchstehen. Also sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, wir haben richtig viel Mehl und da kommen ganz, ganz schwache Gegner. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen. Gut, du fasst nicht schon wieder was an. So, was haben wir jetzt? Sehr schön. Ich lass dich mal. Obwohl, das ist bloß bis zum Lagern wieder. Vergiss es. 70, 110. Ah, das mit Erkunden läuft echt super. Okay, da kann ich noch hingehen. Auf jeden Fall gut für seinen Stress. Oder gut gegen seinen Stress. Ja. Wenn ich es mitnehmen kann, nehme ich es natürlich mit. Weil es ist wirklich verschwendet. So. Esst mal richtig, ihr seid nicht mehr so gut drauf. Du machst erstmal den hier. Dann machst du den hier. Du hast das gar nicht. Das ist nicht schön. Ja, das ist gut. Gute Nacht. Das war super. Das war eine super Reise. Ich meine, der hat zwar eine Sterblichkeitsschwächung, aber ansonsten war es echt eine richtig gute Lagerung. Uns verletzen sie natürlich auch noch. Aber gelagert kann ich mich nicht beklagen, wie es gerade gelaufen ist. Oh, hoffentlich sind da Kekse drin. Oh, 25, das ist ein Taschengeld. Oh. Confusion, nerves and panic. Der ist gefährlich. Ach ja, der ist beide hinten. Das ist ja ein Doppelter, darf ich nicht vergessen. Ja, hoffen wir, dass du gut abwehrst. Ich hol dich mal da hinten, du machst mir nicht ein bisschen Sorgen. Und du eigentlich auch. Das ist nicht schön. Könnte aber schlimmer sein. Kommst nicht an den Rand, leider. So schlecht bist du gar nicht vom Angriff gerade. Du kannst ihn noch nicht erschießen. Danke. Dann kannst du ja mal kurz ein bisschen schlecht heilen. Schlecht geheilt ist immer noch geheilt. Ach Mist, ich dachte, das kann ja noch die Vorderen. Aber bei der ist nicht so schlimm. Du kannst ja das. Das war jetzt fast ein verschwendeter Angriff. könnte nicht weiter vorne sein, damit du eher angegriffen wirst davon. Ja, die haben gute Rüstung gegen Bluten. Von mir aus. Fast wieder voll geheilt. Mit Adrenalin hätte sie sogar plus gemacht. Adrenalin werde ich jetzt brauchen. Ui. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Wie habe ich weniger erhalten? Heilung. Hilf mir mal kurz. Los, Blute. Da geht er. Gut. Kommt wieder auf den grünen Zweig. Guter Schlag. Ist tatsächlich mitunter das Schlimmste, was dieses Vieh zu bieten hat, die Arterienquetschung. Weil ich hatte mal einen, der hatte minus 40, wenn ich mich recht entsinne. Und das war echt nicht mehr lustig. Gut gemacht. Okay, das Vieh ist tot, oder? Aha, ich schmeiße mal die Wappen weg und nehme das dafür. Nee. Keine unnötigen Risiken. Nicht anfassen, du Idiot! Okay. Ach mein, ich wollte es doch nutzen. Trotzdem Idiot. Ja, das ist kein Stackel. Das sind keine guten Gegner. Wir können uns höchstens ein bisschen auf den Sack gehen, glaube ich, wegen dem Schocken. Und würden ein paar Krankheiten zufügen. Gut. Fette Qualle. The match is struck. A blazing star is born. Ihr habt es auf den Kran abgesehen, kann das sein? Bluterkrankheit, na danke. Oh, das war aber ganz schlecht. Ja, der ist mit Halblader. Das hält der auch. Hält der schon aus. Oh, das ist vielleicht doch nicht mehr so lustig. Was soll denn das? Was tust du denn? Warum triffst du nichts? Oh, du triffst wirklich nichts. Eigentlich macht's fast gar nichts mehr. Wir sind fast. Ich glaube, wir müssen bloß noch da hin und dann sind wir schon durch den Dungeon durch. Wieso triffst du gerade nichts? Gut gemacht. So. Was brauchen wir nicht? Er geht vor. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Oh, die Fackel spare ich vielleicht 5 Gold. Erkundig? Wenn ich erkunde, dann nehme ich vielleicht. Gratis Fackel! Okay, lass uns abhauen. We will find all manner of great and terrible things in this watery. 20.000. Und jetzt haben wir vielleicht weiter vielleicht gut. Schlechter Spieler. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos that must be destroyed. This man understands that adversity and existence are one and the same. So. Machen wir es doch mal ein bisschen so. So, Level 4er und Level 3er haben wir. Dann würde ich gleich mal sagen, du. Brauchen wir noch jemanden? Nee. Von mir aus. Das ist eigentlich eine gute Kombi, finde ich. Kann ich glatt mal schauen, ob ich von jemandem von euch was loswerden muss. Oh, wärst du gar nicht. Das ist eigentlich nichts, was gut ist. Du hast gar keine Fernkampffähigkeiten. Ach so. Ah. Könnte ich sein. Das finde ich auch hässlich. Ne, ich mache erstmal das weg. Das geht mir langsam auf den Sack. So, brechen wir auf. Lagerfähigkeiten. Das nutze ich eh nicht. Das finde ich gut. Du kriegst, das ist gut, ja. Das. Zuflucht sollte sie lernen. 4 kann sie haben, das ist gut. Das wird schon passen. Die Mischung macht's. Habe ich noch eine 3er? Okay, da müssen wir was Höheres nehmen. Achso, das war Level 1, das wird. Oh, und lang im Wald. Warum nicht? Nö. Oh, gar keine Accessoires. Was? Ja, was könnte ich ihm noch geben? Was ist denn gut für ein... Was ist denn noch gut? Davon bräuchte ich viel mehr. Plus 10% Stressschaden. Obwohl, für dich ist okay. Ist okay. Du kriegst... Die Dinger braucht man auf jeden Fall. Gut, können wir jetzt... Ihr habt doch die richtigen Waffen, oder? Hier, sieht gut aus. Lange Quest. Ich nehme alle mit. Gerade bei den langen Quests kannst du halt teilweise nichts mitnehmen. Weil du einfach immer den gleichen Vorrat hast.